10 Spielorte, 10 Ausrichterschritte für die UEFA Euro 2024, 10 Botschafter. Gerard Asamoah ist einer von ihnen. Ich bin mit 20 nach Gelsenkirchen gezogen damals und lebe immer noch hier. Fühle mich sehr, sehr wohl in dieser Stadt. Und wenn man sieht, was von großen Namen hier aus der Stadt kommen und ich dann ausgepickt werde, ist ja für mich eine Ehre. Oberbürgermeisterin Karin Welge hieß Gerard Asamoah im Team der Stadt Gelsenkirchen willkommen. Mit einer Trainingseinheit gab die Schalke 04-Legende sein Debüt in Gelsenkirchen als offizieller EM-Botschafter beim SC Hassel 1919. Große Begeisterung nicht nur bei den Kickern der F-Jugend. Ich habe selbst 3 Kinder und mein Sohn spielt auch Fußball. Und wenn man halt Kinder spielen sieht, das gibt eine Schönere. Ich glaube, ich habe auch selbst auch klein angefangen. Und deswegen, das ist auch die Zukunft für uns. Und daher muss man schon einen Wert drauf legen. Ich mache noch Interview noch, ne? 2024 richtet sich der Blick gleich mehrfach auf Gelsenkirchen. 3 Gruppenspiele und ein Achtelfinale werden in der Arena ausgetragen.